Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit der Seelenschamanin Britta C. Lambert. Fühle dich motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten. Tauche nun hinein in die Energie des Tages. Ganz herzlich willkommen zu unserem Tagesimpuls vom 22. Oktober. Heute ist ein ganz wunderbarer Tag, um Co-Abhängigkeiten in Beziehungen zu lösen. Und zwar sind die Tagesenergien für heute das 7. Siegel Ayuna, das 12. Siegel Vanita und das 2. Siegel Balanda. Ayuna an erster Stelle bedeutet immer, dass uns etwas fehlt. Und Ayuna steht natürlich auch dafür, dass es uns in die göttliche Einheit bringt, dass es uns dabei unterstützt, die Illusion der Trennung zu verlieren. Ayuna unterstützt uns dabei, verloren gegangene Seelenanteile zurückzuholen. Ayuna hat viel auch mit dem Thema verlorener Zwilling zu tun. Ayuna bringt einfach alles in die Einheit, was nicht mehr in der Einheit ist oder letzten Endes, was der Illusion der Trennung unterliegt. Denn in Wahrheit ist es ja eine Illusion, dass wir getrennt sind von unseren Fähigkeiten, von anderen Menschen, von dem Göttlichen. Alles ist eins, dieses Einheitsbewusstsein, die Ich Bin-Präsenz, wenn wir uns an diese Begrifflichkeiten erinnern, ich beschreibe es auch oft als die Monadenverbindung, dann ist es immer der Bewusstseinsanteil von mir, der niemals vergessen hat, dass er göttlich ist. Und leider, wenn wir inkarnieren, vergessen wir eben, wie vollkommen wir sind und vor allem auch, wie verbunden wir sind. Ja, und dadurch, dass wir das vergessen, dass wir eben eins sind von allem, was ist, also ein Teil des großen Ganzen, ein Teil der göttlichen Quelle und dadurch die göttliche Quelle selbst. Dadurch, dass wir das vergessen haben, suchen wir natürlich immer nach Verbindung. Und oftmals suchen wir oder meistens suchen wir die Verbindung im Außen. Ja, wir wandeln mehr oder weniger bewusst durch unser Leben und suchen dann in einer Familie natürlich Unterstützung und Halt. Es geht dann oft schief, weil unsere Eltern natürlich genauso dieser Illusion der Trennung unterliegen, so geben wir unseren Kindern Wunden und Schmerzen mit und so haben unsere Eltern uns Wunden und Schmerzen mitgegeben, einfach durch diese Illusion, dass wir getrennt sind. Es ist ganz normal, dass wir uns auf die Suche im Außen begeben. Später ist es dann so, dass man das in Freundschaften sucht oder dann in Beziehungen. Ja, und sehr oft wird einfach so diese Erfüllung auf eine andere Person, auf einen anderen Zustand, auf einen anderen Umstand, auf eine andere Lebensweise delegiert. Und das ist wirklich in der Tiefe immer derselbe Hintergrund, dass wir glauben, wir sind getrennt und wir versuchen wieder in diese Einheit zu gelangen. Und dadurch gehen wir natürlich Kompromisse ein, dadurch fangen wir an, uns selbst zu verleugnen, dadurch tun wir, was andere von uns verlangen, obwohl es vielleicht gar nicht unsere Wahrheit ist, nur um dieses Gefühl des Getrenntseins nicht aushalten zu müssen. Und es gibt einfach so viele Co-Abhängigkeiten in Beziehungen. Das bedeutet, Menschen, die einfach in Beziehungen leben, die ihnen nicht gut tun, die zerstörerisch sind, dort aber nicht rauskommen. Und oftmals, es gibt dann zwei Arten, das zu spielen. Entweder das Opfer, das leidet und nicht gehen kann, oder als derjenige, der unterdrückt. Und das ist einfach ein ganz, ganz großes Potenzial dieses Tages, dass wir heute ein Bewusstseinsfeld schaffen, um eben diese Co-Abhängigkeiten in Beziehungen zu lösen oder auch diesen Zwang, diesen tief unterbewussten Zwang oder auch vielleicht ist es nur ein Drang, die Erfüllung im Außen, in anderen Menschen, in anderen Umständen suchen zu müssen, weil einfach der Schmerz dieses Getrenntseins nicht gesehen, nicht aufgelöst werden will. Und diesen Schmerz des Getrenntseins aufzulösen, dabei unterstützt uns Ayuna. Das ist die Energie wirklich des heutigen Tages und verstärkt wird das Ganze durch Vanita, die Glückseligkeit, durch Achtsamkeit. Wir haben mit Vanita schon sehr oft gearbeitet in Verbindung mit diesen Aspekten der Achtsamkeit, mir selbst gegenüber und allem, was ist gegenüber. Vanita ist das 12. Siegel, das alle anderen Siegel beinhaltet und heute geht es wirklich darum, dass Vanita diese Heilung, dieses Schmerzes der Illusion, der Trennung und dadurch sich in abhängige Beziehungen zu begeben, wirklich erlöst. Also momentan ist es sehr, sehr geballt, dass mich auch ganz viele Menschen fragen, wie komme ich raus aus der Beziehung, wie komme ich raus aus der Nummer. Und oftmals geht es gar nicht darum, raus aus der Beziehung zu kommen, sondern einfach sich selbst zu befreien.
Und wenn ich mich selbst befreie, muss ich unter Umständen gar nicht mehr gehen oder es ist einfach die logische Konsequenz, weil es dann nicht mehr passt und die Energie dieser Co-Abhängigkeit einfach aufgelöst ist und das Ganze seinen Reiz verloren hat. Ja, und Balanda unterstützt uns dann dabei, gleichberechtigte Partnerschaften, gleichberechtigte Beziehungen in jeder Hinsicht zu führen, ohne Co-Abhängigkeit. Ja, vielleicht magst du heute mal bewusst durch diesen Tag gehen und mal überprüfen, inwieweit du vielleicht die ein oder andere co-abhängige Beziehung gelebt hast oder auch lebst. Vielleicht bist du gar nicht betroffen, vielleicht bist du ganz doll betroffen. Geh einfach mal so ganz behutsam und achtsam, dich selbst beobachtend durch deinen Tag. Ja, und es fordert natürlich sehr viel Ehrlichkeit, denn wer will schon co-abhängig sein? Das will ja keiner. Ja, das Co-Abhängigkeit ist zum Beispiel auch, wenn man etwas erträgt, was einem überhaupt nicht entspricht und meint, dem anderen damit dienen zu müssen oder ihn dadurch zu retten. Also solche Geschichten, und das ist nicht immer nur bezogen auf Partnerschaft so, sondern das ist oftmals einfach auch dieses Helfersyndrom, das in Wahrheit einfach eine Art Co-Abhängigkeit ist, um sich selbst zu spüren, dadurch, dass ich jemand anderen rette, meinem Leben Sinn, Erfüllung, Einheit, Verbindung zu geben. Schau einfach mal, ob du damit in Resonanz gehst, ob bei dir was ist. Vielleicht hast du einen lieben Menschen in deinem Umfeld, den du mit in dieses Feld nehmen möchtest. Wie dem auch sei, wir werden auf jeden Fall dieses Bewusstseinsfeld der Heilung von Co-Abhängigkeiten in Beziehungen heute erschaffen. Und wie immer lade ich dich dazu ein, gemeinsam mit mir und allen lieben Verbundenen diese drei Siegel in ihrer Reihenfolge zu chanten, um das Bewusstseinsfeld wirklich Freiheit in Beziehungen heute auf die Erde zu bringen. Vielen lieben Dank, dass du das unterstützt. Om Ayuna, Om Vanita, Om Balanda, Om Ayuna, Om Vanita, Om Balanda, Om Ayuna, Om Vanita, Om Balanda, Om Ayuna, Om Vanita, Om Balanda. Hab einen ganz, ganz reich gesegneten Tag. Bis morgen. Das war die heutige Tagesenergie mit der Seelenschamanin Britta C. Lambert. Wenn du mehr über Britta, die 12 Siegel des Metatron und ihre Vision zur Potenzialentfaltung erfahren möchtest, dann schaue einfach unter diesem Video in die Beschreibung. Hier findest du alle Informationen. Wenn du jeden Tag diese wundervollen Energien als Inspiration erhalten möchtest, dann abonniere jetzt einfach den YouTube-Kanal und du bekommst automatisch eine Benachrichtigung.